Extravagant sind ihre Kostüme und vor allem aufwendig zu nähen. Viele Wave-in-Gotik-Fans legen selbst Hand an. Da sind Tipps von Profis hilfreich. Die gab es im Grassi-Museum von zukünftigen Maßschneiderinnen. Welches Korsett kommt unter den Rock und wie steht der Kragen gerade? Für mich war es ganz schwer, den so hinzukriegen, dass der richtig steht und auch stehen bleibt. Federstalldraht, das ist so ein spezieller Draht, der springt in seine Form zurück. Es ist ein Austausch der besonderen Art, sagen die Veranstalter. Es habe etwas von einer Fachmesse. Die Leute sind ganz interessiert an den Sachen, die man anfertigt, vom Material über die Verarbeitungstechniken. Und die fragen richtig ins Detail, wollen sich die Kostüme angucken. Und es ist ein sehr schöner Dialog. 150 Stunden Arbeit stecken in der Regel in diesen Kostümen. Kleider mit Reifröcken, die für die Konzerte beim Wave-in-Gotik-Treffen meist unbequem sind. In der Vergangenheit hatten die Leute damit ja auch Probleme. Und hier wird auch gezeigt, wie diese Probleme gelöst worden sind, dass man halt die Röcke zur Seite klappen kann und sie alltagstauglich eigentlich waren. Die Kleidung ist unbestritten der gemeinsame Nenner der Wave-in-Gotik-Besucher. Das ist auch im 25. Jahr noch immer so. Die Gründer des Treffens wollten damals einen Ort finden, an dem sich Menschen mit gleichen Interessen ungezwungen begegnen können. Mit Leipzig, sagen sie, habe man den passenden Ort gefunden. Und die Stadt hängt inzwischen an der schwarzen Szene. Das ist schon ein Riesenwirtschaftsfaktor. Die Hotels sind alle voll, die Gastronomie profitiert, die Veranstaltungshallen sind belegt. Die Geschäfte stellen sich darauf ein, es gibt Erdparfum. Man könnte sagen, Wave-in-Gotik hat inzwischen alle bekannten Plätze der Messestadt erobert. Ob Museum oder Oper. Oder wie hier zur Stunde ein klassisch-mystisches Konzert am Völkerschlachtdenkmal.